Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz des ersten Spieltages der Regionalliga Nordost im Jahr 23/24. Sie sahen das Spiel 1. FC Lokomotive gegen VSG Altklinike. Halbzeitstand 0:1, Endstand 2:1. Das Spiel sahen 3.512 Zuschauer. Wir begrüßen beide Trainer, den Gästetrainer Carsten Heine, unseren Trainer Almedin Shiba und Herr Heine, Sie haben das erste Wort zum Spiel. Einmal drauf, ja. Ist an eigentlich? Halt nochmal. Alle sagen, Stimmung ist gut. Kann ich verstehen. Bloß bei uns leider nicht, ist ganz klar. Ich finde, wir haben ein sehr zweikampfintensives Spiel gesehen. Hier zum Auftakt, wo es uns gelungen ist, 1:0 in Führung zu gehen. Wir hatten dann sicher vor der Halbzeit insbesondere noch zwei sehr gute Möglichkeiten, auf 2:0 zu erhöhen. Das ist uns nicht gelungen. In der zweiten Halbzeit hat dann Lok lange Zeit einen Zahn zugelegt. Aber zum Ende hin war eigentlich, obwohl beide Mannschaften noch auf den Torerfolg aus war, aber ich denke mal, beide wären dann auch mit dem Unentschieden zufrieden gewesen. Dass wir uns dann in der Nachspielzeit noch auskontern lassen. Ja, wie heißt es immer so schön, ist Fußball. Ich kann mich damit noch nicht so richtig anfreunden, weil es einfach zu billig war, dieses Tor, obwohl es schöner ausgespielt war. Das meine ich damit nicht, das sehen wir hier alle ein bisschen anders, klar. Aber wir hätten das Tor wirklich besser verteidigen können und müssen. So fahren wir jetzt nach Hause mit dieser Niederlage und sind natürlich sehr enttäuscht. Einmal herzlichen Glückwunsch zum ersten Sieg der Saison. Und ja, weiter ein guter Abend. Danke, Herr Heine. Einmal deine Worte zum Spiel, bitte. Erstmal guten Abend. Vielen Dank, Trainer. Vor ein paar Monaten, da ist eine andere Veranstaltung drin. Ist lustiger, vielleicht sollten wir dahin. Aha. Okay. Entschuldigung. Ja, erstes Spiel ist immer so ein Ding. Der Gegner hat viele neue Spieler, wir haben viele neue Spieler, aber ich denke, beide Mannschaften super Qualität. Wir haben in der ersten Halbzeit viel gemacht, aber in dem letzten Drittel haben wir sehr viele, ich sag mal so, Fehler gemacht, wo wir immer wieder die falsche Entscheidung gemacht haben, haben große Probleme mit Türpitz gehabt, mit Cigerci, die immer wieder gefährlich sind, musste erstmal verteidigen, bekommen dann auch so das Tor, haben dann das Spiel so weit im Griff, ohne Torchancen zu hundertprozentige zu haben, ja, weil wir immer wieder zu nervös waren, falsche Entscheidungen getroffen haben. Und dann 45. Minute ist eben Cigerci, die Qualität, geht dann nach innen, haut das Ding gegen Pfosten. Ja, und zweite Halbzeit, denke ich, dass wir alles dafür getan haben, fußballerisch, läuferisch und auch kämpferisch dagegen zu halten. Wenn wir das heute nicht an den Tag gelegt hätten, hätten wir, denke ich, größere Probleme gehabt. Aber ich denke, zweite Halbzeit hat man gesehen, dass die Jungs nicht nur Fußball spielen können, sondern rennen und kämpfen. Und dann machst du das 1:1, wunderschönes Tor. Und wie Trainer schon gesagt hat, ja, dann nimmt man das 1:1 vielleicht mit, hofft aber mit den Wechseln, dass wir da letzten Impuls setzen. Und ja, dann machen die beiden das. Isa haut den Ball einfach weg. Nein, Spaß, war geplant. Nein, wir gewinnen den Zweikampf und überragend, da wo wir aufgehört haben, fangen wir wieder an. Ich denke, ich habe es gerade, um das nicht so lang zu machen, es freut mich die Art und Weise, wie wir gewonnen haben, aus dem Grund, damit die eben die Jüngeren und die neuen Spieler auch merken, wie es hier abläuft. Danke an euch. War wieder sehr, sehr laut. Und ja, noch 33 Spieltage und hoffentlich viele Pokalspiele. Hoffe, ihr seid Landespokal. Die Jungs nach 6 Wochen Vorbereitung bereiten mir sehr viel Freude. Ich hoffe, das wird jetzt in dieser Saison euch auch. Aber da habe ich keine Zweifel. Schöne Heimfahrt und vielen Dank. Ja, danke an beide Trainer für die Einschätzung. Dann bleibt mir noch zu sagen, ja, wir haben 2 Pokalwettbewerbe. Das nächste Spiel ist allerdings die Liga und zwar am nächsten Sonntag in Meuselwitz. Und dann der erste Pokalwettbewerb
gegen Frankfurt am Sonntag, den 13. und dann das nächste Heimspiel dann gegen Eilenburg am Mittwoch, den 16.8. Also, wir freuen uns auf eine tolle Saison. Dankeschön und guten Start ins Wochenende. Auf Wiedersehen. Danke.